Und somit, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zum neuen Enshrouded Update. Bevor wir ins Let's Play starten, möchte ich mir mit euch ein paar kleine grundlegende Dinge anschauen, die sich jetzt mit dem neuen Update verändert haben. Und zwar möchte ich damit anfangen, dass wir uns mal die Flamme anschauen. Denn bei der Flamme haben sich folgende Änderungen ergeben. Wir können die Flamme jetzt auf Flammenstufe 7 bringen, die Altaraktivierungskapazität von 9 auf 10, auch die Miasma-Stufe erhöht sich um einen Punkt, genauso wie der Charakter-Attributsboni und die Zeit im Miasma erhöht sich um eine Minute. Zudem brauchen wir viele neue Opfergaben für die Flamme, unter anderem dieser Punkt hier und zwar Überlebende. Und genau das werden wir uns jetzt heute anschauen, was es denn damit so auf sich hat. Ja, und wenn ich dann hier in meiner Base rumlaufe, dann sehen wir schon, dass zum Beispiel der Schreiner hier dieses rote Symbol über sich hat, genauso wie auch der Schmied oder auch hier der Magier. Was bedeutet dieses Symbol? Ja, es ist so, dass eure NPCs jetzt gerne ein Zimmer für sich hätten mit einem Bett. Klar, ihr müsst natürlich jetzt nicht hergehen und jedem ein einzelnes Zimmer bauen, was auf jeden Fall aber cooler wäre. Es reicht auch, wenn ihr einfache Betten hier platziert. Hier habe ich zum Beispiel das Bett belegt von der Jägerin. Ich nehme es jetzt mal auf und zeige euch, wie das Ganze dann funktioniert. Platziert dafür einfach ein Bett und nehmt den Beschwörungsstab. Jetzt könnt ihr, wenn ihr auf Tab drückt, auswählen, welcher Überlebende dieses Bett benutzen soll. Bevor wir das Bett jetzt vergeben, haben wir jetzt hier auch noch eine Neuheit, und zwar den Aktionsradius, den ihr einstellen könnt. Wir starten jetzt mal bei 0 Meter, dann bleibt der NPC auf Ort und Stelle stehen, so verstehe ich das zumindest. Drücken wir R, dann gibt es 10 Meter, 30 Meter und 50 Meter, in welchem Radius sich der NPC dann aufhalten wird. Wir testen das Ganze jetzt mal, wir setzen jetzt mal die Jägerin auf 0 und weisen ihr dieses Bett zu, indem wir Tab drücken und dann steht hier Atalans Gree, die Jägerin zuweisen. Das machen wir einmal mit Linksklick und schon ist das Bett hier belegt von unserer Jägerin. Ich habe mir jetzt den Spaß gegönnt und habe hier mal alle Betten hinplatziert und auch die NPCs zugewiesen. Wir gucken jetzt mal nach, wie es sich dann so verhält, beziehungsweise ob die Dinger über ihren Köpfen weg sind. Ja, tatsächlich. Und jetzt sehen wir, wir haben zwar ein grünes Bett und ein rotes Dach, das bedeutet, dass er zwar ein Bett hat, aber kein Dach über dem Kopf, und er fragt, wirklich, muss es jetzt sein? Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir bauen ihnen jetzt einen kleinen Unterstand. Ja, ich weiß, der ist absolut nicht hübsch, dient jetzt auch nur zu Anschauungszwecken. Ich habe die Betten schon zugewiesen und ich bin gespannt, ob es tatsächlich jetzt klappt, dass sie glücklich sind. Und ja, es hat geklappt. Keiner hat mehr ein Symbol über dem Kopf. Ja, Leute, und wo lasst ihr eure NPC einziehen? Baut ihr ihnen ein eigenes Haus? Lasst ihr sie bei euch wohnen? Oder bekommen sie einfach nur eine schäbige Unterkunft in der Scheune? Schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder mit vielen weiteren Tipps und Tricks.